Ein dickes Paket ist heute angekommen. Und zwar von, ihr seht's, Fujitsu. Und zwar, ich habe überlegt, ich bin so viel unterwegs, ich arbeite sehr viel unterwegs und diese Initiative von Microsoft Out of Office finde ich eine sehr, sehr interessante Variante. Und immer wieder gehe ich auf Tagungen und auf Konferenzen, gebe selber Seminare und es gibt allerlei Papier, was man dort erhält auf diesen Tagungen und im Grunde mag ich ja nichts mitschleppen. Und daher dachte ich mir, besorgst du dir einen mobilen Scanner. Und ich hatte diesen Scanner schon mal getestet und bin sehr, sehr schwer begeistert. Das ist der iX100 und das ist ein Mobilscanner. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage immer, mein Gott, wozu braucht man denn noch mal einen Mobilscanner? Ich habe doch mein Smartphone, ich habe doch mein iPhone, da gibt es Scan-Apps drauf. Habe ich mir auch gedacht und mache aber nebenbei hier dieses Ding auf. Dieses doch nicht ganz so einfache Zeug auf. Und interessanterweise, diese Scan-Apps, die ich habe, sind relativ langsam. Die sind relativ ungenau. Und es ist manchmal eine Fummelei, bis der Scanner am Smartphone die Dokumente erfasst hat. Und gerade auf so Tagungen muss es ein bisschen schneller gehen. Ich mache viel für Verwaltungen, viel für Schulen. Da habe ich jetzt nicht stundenlang Zeit, mir diese Sachen einzuscannen. Und daher dachte ich mir, Mensch, ein Mobilscanner, der über WLAN funktioniert, ist genau meine Welt. Und habe das Ding ausprobiert und bin restlos begeistert. Also er scannt DIN A4 und fällt das Zeug auch noch raus. Er scannt DIN A4 und auch relativ dicke Materialien. Er scannt etwa die DIN A4-Seite in maximal 5 Sekunden, je nachdem wie viel Auflösung ich gebe. Und da ist der kleine Kamerad in einer großen, großen Kiste mit viel, viel Chips. Die Chips tue ich mal weg. So, hier ist also das Ding. ScanSnap iX100. So sieht die Verpackung aus. Und jetzt machen wir mal das Ding auf. Auch die Verpackung sieht relativ groß aus. Aber der Scanner selber ist, wie gesagt, sehr, sehr klein. Machen wir mal auf. Das übliche Blabla. Übliche Kabelzeug. Kennen wir alles mit der Verpackung. Und hier ist der Scanner. Ein extrem leistungsfähiges Teil. Kommt in meinen Seminarkoffer rein. Und immer wenn ich künftig was zu scannen habe, nehme ich es her. Dokumente kommen auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus. Ist wie gesagt per WLAN mit dem Smartphone verbunden. Eine entsprechende App gibt es. Sie richtet die Sachen aus. Auch wenn ich die Sachen ein bisschen schiefer reinstelle, funktioniert es ganz toll. Also bin hier von diesen kleinen Kameraden sehr, sehr begeistert. Hatte schon mal auf der Wiesn 2014 die Möglichkeit, dieses Teil zu testen. Und ja, wie gesagt, bin begeistert. Es gibt die App für Android und für iOS. Für das Windows Phone habe ich sie noch nicht gesehen. Aber was ist denn das Windows Phone? Ich mache es jetzt hier mal auf, dass ihr es ein bisschen besser noch sehen könnt. Vielleicht kann man hier die Tesafilms Sachen lösen. Ja, es ist ein Laserprodukt, bla bla bla. Gut. Und ja, so wird er aufgemacht. Schauen wir mal. Und so, jetzt ist der Kamerad auf. Es ist auch schon sofort das WLAN-Zeichen aktiv. Er ist scanbereit und ich kann die Sachen reinschieben und zack, wird es gescannt. Also, kann ich auf jeden Fall empfehlen für meine mobile Tätigkeit. Ich kann natürlich das Ding auch anschließen an den Rechner, aber das macht ja dann keinen Spaß. Ich muss es ja natürlich am iPhone machen, bei mir. Und kann da auf jeden Fall diesen kleinen Kameraden ScanSnap iX100 allen empfehlen. Okay, vielen Dank.